die falschen Drogen zur falschen Zeit in der falschen Menge machen halt, stirbt man halt, ne? Und das ist halt so die Aussage des Videos. Unsere Absicht bestand ganz klar darin, für die Musik eine Aufmerksamkeit zu erregen. Und damit mussten wir irgendwas machen, was ein Stück weit auch ein Hingucker ist, da wir beobachtet haben, es reicht nicht aus, irgendwo die Musik im Netz online zu stellen, hochzuladen und dann irgendwie darauf zu hoffen, dass irgendwann jemand darüber mal stolpert. Das wird nicht passieren. Mittlerweile ist das Phänomen Video halt immer das Wichtigste überhaupt. Ne? Also wird man auch schneller oder auch schneller zur Kenntnis genommen. Das ist eigentlich die bitterste Erkenntnis am Anfang, dass man die Musik online stellt in der Erwartung, jetzt jubeln alle und sagen Hurra. Das passiert nicht. Also es gibt auch kein negatives Feedback, sondern es gibt gar kein Feedback. Also muss man sich überlegen, was man macht, um ein Publikum zu finden, das sich die Musik vielleicht sogar früher oder später freiwillig anhört. Und Video und Musik ist halt immer auch so eine schöne Symbiose, ja, die man dann so hat und das ist auch eine Art der künstlerischen Darstellung von Musikern. Elixier ist ein Song, der textlich so einen doppelten Boden hat. Also einerseits lässt es sich interpretieren als ganz normaler Liebesschnulzer, oder aber man nimmt den Text so ein bisschen beim Wort und dann kriegt der ganze Song so einen doppelten Boden. Und für das Video ist das eigentlich die spannendere Geschichte. Also es lässt sich mehr erzählen. Die Liebe als Droge haben wir halt umgemünzt im Drehbuch, halt die Liebe zur Droge. Die Drehbuchbesprechung war halt bloß eine halbe Stunde vorab und das Drehbuch ging halt fast auf den Bierdeckel, würde ich sagen. Ja, also es war klar, dass der Text viel Spielraum bietet, was man auch hinein oder was jeder dann auch hineininterpretieren kann. Und Elixier, so die eigentliche als Liebeslyrik gedacht. Ne? Das Prinzip bei uns besteht schon darin, mit geringen Mitteln möglichst großen Effekt zu erzielen. Wir haben nicht die Möglichkeiten, sei es studiomäßig und schon gar nicht filmisch, irgendwas ganz Aufwendiges auf die Beine zu stellen. Aber wir können zumindest Ideen entwickeln, um ein paar Sachen, ja, einfach zu machen, die uns auch Spaß machen und die vielleicht auch noch zwei oder drei anderen Leuten ein bisschen zusagen. Eigentlich brauchen wir gar nichts, ja, weil die Kosten, die wir bei dem Videodreh hatten, waren halt ungefähr 30 Euro, ja, die wir ausgegeben haben. Und eigentlich kann jeder mal so ein Video drehen, wenn man die gute Idee hat dazu und Mut, auch was zu zeigen. Da schon im Vorfeld klar war, dass wir eine Low-Budget-Produktion machen wollten und ich nicht gerade im Selbsttest enden möchte, ne, war mir eigentlich klar, dass wir da was einfallen lassen müssen, ne, ein bisschen recherchiert im Netz und wo man dann so gerne mal nachguckt, diverse Filme sich angeschaut, wo die Drogenproblematik auch Teil davon war und so hatte ich dann, anstatt mir das in den Adern zu jagen, das blöde Age, ne, sondern bei unserem Fleischer des Vertrauens halt mal eine Schweinesparte geholt und die Spritze gab es für 90 Cent bei der Apotheke. Und so sind wir schon bei 90 Cent, eigentlich unkostenbar, weil wie gesagt, die Sparte gab es umsonst beim Fleischer. Dazu hat ein guter Haushalt immer noch ein bisschen Mehl, ne, was dann halt das Nasenzeug und alles so symbolisieren sollte und ja, alles andere macht man dann halt so. Für Howie war das mit Sicherheit schwierig. Wir haben uns auch oft darüber unterhalten, weil sich so zu zeigen, kostet schon auch eine gewisse Überwindung, denn man weiß dann, ja, die Leute, die hier in der Straße wohnen, die werden das auch sehen und dann fangen die Leute an zu reden. Letztendlich war uns das aber egal, also auch ihm trotz aller Bedenken war es letzten Endes egal, er schauspielert ja nur. Und er schauspielert das meines Erachtens ziemlich gut und ziemlich authentisch. Es ist nicht einfach, sowas zu spielen, ja, weil so Theaterblut ist ja nicht so besonders lecker. Und wenn man es erst mal gar nicht kennt und man halt so eine exzessive Drogen-Nachfolgeszene drehen, irgendwie, ja, wie es dann alles wirkt, und dann nimmt man das im Mund und ja, ist nicht jedermanns Sache. Ja, das schmeckt doch nicht immer. Und
ruckzuck kam das auch wieder raus, wie es reinging. So. Und, ne. In dem Video selbst geht es ja um Verfall, um Abstieg, auch um eine große Einsamkeit. Und da wäre es auch nicht sinnvoll gewesen, noch jemanden anders zu zeigen als Howie in diesem Kampf mit sich selbst. Eigentlich jegliche Art von Drohung ist halt eine Flucht in die Einsamkeit. Ja. Man sich halt betäubt und sich flüchtet. Ja. Und sie hört man so, spritzt eine Nase rein, ballert sich was, zu viel Rauch. Irgendwie die Gemeinschaft der bibeltreuen Christen hat sich gemeldet, die fanden das nicht so witzig. Aber ja, wir können nicht anders. Wir machen das jetzt schon so lange, auch zusammen so lange, dass wir nicht von einem auf den anderen Tag sagen werden, dass wir damit aufhören. Ja. Eigentlich sieht es ja so aus, nach dem Video ist es ja immer vor dem nächsten Video. Das ist dann tatsächlich wie so eine Sucht, wie so eine Droge, ja, von der man nicht mehr loskommt. Solange es Spaß macht, wollen wir auch Videos drehen, ne? So viel wie es geht. Lies in meiner Seele, gib's mir halt. Ist mein Ruhepol, schenk's mir Kraft. Los.